Ja, hallo und herzlich willkommen vom Zentrum für Yoga aus Unterfranken. Heute wird es wieder Zeit für einen Spruch des Tages. Wenn du wirklich willst, kannst du alles schaffen. Das kennen wir, besonders gern hören das Menschen, die daran zweifeln, dass man alles erreichen, alles schaffen kann, wenn man es nur will. Ja. Und ich behaupte, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Warum nicht? Natürlich steckt da viel Wahrheit drin. Wenn man gewisse Dinge wirklich will, sagen wir das Rauchen aufhören und sich bemüht oder anstrengt, dann kann man es auch schaffen. Wenn man irgendeine Ausbildung machen will, eine Prüfung machen will, schaffen will und man lernt, strengt sich an, bemüht sich, macht Fortbildung, macht dies, macht das, kann man es schaffen. Aber man muss sich immer gewiss sein, dass manche Dinge, die man, warum auch immer, ich sage immer mal so karmisch, universell, wie auch immer, die man nicht schaffen soll in diesem Leben. Warum auch immer, vielleicht ist es noch nicht an der Zeit, vielleicht haben wir noch andere Aufgaben, die davor stehen. Dann kann man sich so viel anstrengen, wie man will, man wird es niemals schaffen. Ich habe das 30 Jahre, 40 Jahre probiert, ich spreche aus Erfahrung. Manche Dinge klappen, manche Dinge klappen überhaupt nicht. Und wenn man sich noch so auf den Kopf stellt und anstrengt. Denn wir vergessen bei diesem Spruch, der wie gesagt seine Richtigkeit hat, aber man muss immer eben dahinter schauen. Es gibt ein gewisses Karma oder Schicksal oder wie auch immer man das nennen mag, dass man gewisse Dinge eben in diesem Leben nicht schafft, egal was man tut, wie man sich anstrengt, weil es nicht so sein soll. Und dann gibt es immer noch hinter einigen Dingen, man nennt es die göttliche Gnade. Manche Dinge kann man aus eigenem Tun einfach nicht erreichen. So wie im Yoga die Erleuchtung zum Beispiel, die Gottgleichheit, wie man so sagt, die Verbindung, Einheit mit dem Universum. Das geht nur durch göttliche Gnade. Man kann 50 Jahre, 100 Jahre Yoga machen, wenn man es nicht schaffen soll, dann schafft man es nicht. Wenn Gott die Gnade nicht gibt, dann kriegt man es nicht. Punkt. Und das muss man sich immer vergewissern. Das heißt, man kann sich anstrengen, das bringt viel, man schafft viel, aber eben nicht verkrampft irgendwie. Oh, jetzt habe ich es nicht geschafft, muss ich noch mehr anstrengen, noch mehr, noch mehr. Dann vergisst man nämlich, dass manche Dinge nicht, in diesem Leben nicht, zu schaffen sind. Und so kann man wieder etwas entspannter in die Welt gehen. Wenn man etwas erreichen will, gibt man sein Bestes. Denn mehr wie sein Bestes kann man nicht geben. Man kann nur 100% geben, also volle Leistung, mehr geht nicht. 120% gibt es nicht an Leistung. Es gibt nur das Maximum, was man schaffen kann, was man tun kann, an einem Tag, in einem Moment und mehr geht nicht. Und wenn man sich noch mehr anstrengt, noch mehr versucht, den Prozess zu beschleunigen, dann schneidet man sich sozusagen ins eigene Fleisch, dann verkrampft man, dann hat man keine Freude mehr dran, dann kann man irgendwann die Motivation verlieren, weil alles braucht seine Zeit. Man kann, kennt den Spruch, man kann an der Pflanze ziehen, aber die wächst nicht schneller. Die wächst nach Gottes Plan. Wenn man sagen wir Olympiasieger werden möchte, dann wächst man auch nur nach dem Plan des Trainers und Gottes Plan. Das heißt, es braucht seine Zeit, denn jeder Mensch ist anders. Ja, ich sag mal, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Gerne abonniert meinen YouTube-Kanal Markus Ritz Zentrum für Yoga, über 1000 Videos mit den Themen Yoga, Leben und Gesundheit und schaut natürlich auch mein Padmasana Magazin an, könnt ihr bei mir bestellen, immer 60 Seiten etwa, plus minus, rund um die Themen Yoga, Leben und Gesundheit. Und ich sage danke, bis bald, ciao, ciao.